Jeans blau. Ist das die falsche Laufkundschaft? Ist das Kunden up to date? Oh, der war weg. Lull. Gerade nur zu zweit. Noch einen schönen Abend. Ja, gar kein Problem. Tschüss. Absolut 190. Die Coachjacke kommt drauf. Das schwarze VDG-T-Shirt. Schwarze Racerjacke. Hier. Ne, bei mir nicht. Da, hat sich nochmal gelohnt aufzumachen, würde ich sagen. Hat sich wirklich gelohnt aufzumachen, ja. Ja. Auch fürs Trinkgeld, also. Bei mir nicht, aber das ist eher... Ja, ich wollte gerade sagen, ich hatte Malone, das hat sich gelohnt. Ja, ich hatte 50 Dollar gerade Trinkgeld bekommen. Naja. Und, machst du die Schotten dicht? Von Schränke her? Ja. Mach ich. Wenn ich gerade die... Ich würde jetzt Dom nicht so lang warten lassen. Nee, auf keinen Fall. Ich suche nur gerade die Trickster Jeans hier. Mhm. Okay. So, ich habe alles eingetragen. Ich gehe gleich. Ich glaube, ich fahre tatsächlich einfach schon mal Richtung Heimat und dann mache ich meine ganzen Überweisungen oben, dann bezahle ich die Rechnung. Ja, ja, ist gut. Gut, dann fahre ich mal kurz mit dem Auto vor und einfach hinterher oder so. Ja, ja, genau, mach das. Und alles ich habe Weasel gesagt, wir buchen das, das schon gesehen, Goldpaket. Schon. Genau, ja. Ja, die Mail kam schon. Ja, weil ich sag mal, können wir brauchen, können wir uns auch leisten, vor allen Dingen auf einen Monat gerechnet. Das, ne? Eben, das auf einen Monat gerechnet ist, voll in Ordnung. Mhm, okay. Okay. Alles klar, dann mache ich mich mal die Socken. Genau. Alles klar, bis dann, ciao, ciao. Bye, bye. Ich habe auch sonst nichts mehr zu tun, ne? Was gut ist, weil dann komme ich relativ früh ins Bett. Ah, ich weiß, was ich theoretisch zu tun hatte und nicht mehr zu tun habe, nämlich das Ding besprechen mit McCoy. Deswegen hatte ich mir nach dem Unicorn den Zeitslot gelassen, den ich jetzt nicht mehr brauche, weil ich das Gespräch nicht mehr habe. Macht Sinn. Habe ich intelligent nicht mitgedacht. So, aber wir haben Cash in der Tasche, das ist schön. Ich glaube tatsächlich auch, ich mache noch mal eine Auszahlung an alle. Weil, wann hatten wir das letzte Mal? Ja, ist okay. Ist okay. Wann hatten wir das letzte Mal eine Up-to-Date-Auszahlung? Nach der Eröffnung. Das machen wir noch mal, das machen wir anders. Ich muss mein Geld noch einzahlen. Do I gotta do something else noch? Nee. Ich lasse Shakira mal die Hotline. Italy mache ich morgen. Das macht keinen Sinn, das heute zu machen. Das mache ich morgen früh. Inventur mache ich morgen früh. Einkauf mache ich morgen früh. Unicorn-Outfit-Planung mache ich morgen Abend. Ob ich morgen im Varieté bin, weiß ich noch nicht. Kommt tatsächlich auf OC-Zeitplanungsteile an. Entweder passt das in den Zeitplan von morgen oder es passt nicht. Und aktuell keine Ahnung, ob es passt. Kann sein, dass ich später komme. Weil jetzt, wo der
Termin nicht mehr 19:30 ist. Kann ich die Zeit eigentlich anders nutzen? Aber ich muss sie auch ein bisschen anders nutzen, weil ich dann alles, was ich nach dem Termin OOC gemacht hätte, muss ich jetzt potenziell davor machen. Mal gucken. Vielleicht kriege ich das auch alles irgendwie schneller erledigt. Das ist gar kein Problem. Mal schauen. Vielleicht bin ich auch einfach nur ganz kurz in Varieté und dann machen wir Unicorn-Outfits. Weil Unicorn-Outfits wird auch weiter 30 Jahre dauern. Und dann Donnerstag die Einarbeitung, Freitag das Unicorn. Egal was morgen ist, vom Plan her, ich werde diesen blumigen Rock anziehen. Und ich glaube wirklich fast, dass ich würde fast eine Wette abschließen. Bekomme ich von Brodinger die richtige Corsage geliefert? Ja, nein, vielleicht. Ich habe gesagt, ich will die Forest Green Pattern. Werde ich die bekommen? I don't know. Ansonsten werde ich irgendwann Feline anrufen oder ich werde die nochmal bei Aphrodonis bestellen. Dann gehe ich nämlich mal, was ich die ganze Zeit vorhatte, mit der roten oder der blauen, die ich ja besitze, einfach in den Laden und sage, genau die Corsage will ich, aber in der grünen Variante. I know it exists. That's what I want. Oh, wenn wir Office Ladies machen, ich will Billy wieder den Dutt verpassen. Es ist übrigens sehr, sehr traurig, dass wir mit den Unicorn-Masken nicht solche Sekretärinnenbrillen tragen können. Das würde ich nämlich wirklich unglaublich gerne machen. Ich habe da auch kein gutes Gefühl bei. Bin ich ehrlich. Also, aber ich mache das auch nicht, weil ich jetzt denke, ich will das unbedingt durchkriegen und umsetzen. Das kann ich mit Billy nicht so ausspielen, das ist klar. Ich bin überrascht bis überfordert, wenn es tatsächlich passieren sollte. Weil ich zu über 90% davon ausgehe, dass es nicht passiert. Unser Konzept ist geil und wir müssen uns da weder schämen noch verstecken für. Aber es gibt so viele Faktoren, die dagegen sprechen. So viel, wo man sagen könnte, okay, warum solltet ihr das bekommen und nicht wer anders? Und halt ja immer noch von allen Seiten die Theorie, dass das eigentlich schon inoffiziell vergeben ist. Aber wir wissen es halt nicht. Ne? Die These steht ja immer noch. Die These standing strong. Fuck, ich habe meine Sachen im Laden vergessen. Ich muss nochmal runterfahren. Ich mache die Rechnung und dann fahre ich nochmal runter. Fuck.
Kacke. So, ich muss überweisen, wie viel Geld? 1.100. Today 1.100. Zack. Das ist runter. Warum habe ich für 0,1? Das würde ich, glaube ich, gar nicht zählen lassen. Weil dafür sind beide zu außen vor eigentlich. Das glaube ich nicht, dass das ein Argument ist, was wirklich zählt. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, die Verbindung gab es ja eh schon. Also ist ja jetzt nicht so, als, ne? Hätten sich die vorherigen Morticians, was die Mafia angeht, irgendwie zurückgehalten. Und da hätte es keine Beziehung gegeben, ne? Das wäre ja auch eine Lüge. So, wir schicken 7,5 an Frau Stark. 9307 1570. Das sind 7500. Es kommt halt auch immer darauf an, wer sich sonst bewirbt. Klar, es kann sich einfach keiner bewerben und wir kriegen es trotzdem nicht. Das ist auch immer possible, aber... Sieben, fünf. Up to date. Kontonummer. 9307 1570. Kontoübersicht ist... Das ist raus, dann kommt die Mail in Kooperation. Rechnung Objektschutz up to date. 6,3. Haben wir das überwiesen? Irgendwann seit dem 24.09. hoffe ich, dass wir das überwiesen haben. Ja. 24.09. ist überwiesen. Dann brauche ich... Rechnung KW8 vom 27.09. von Squeaky. Ist die überwiesen? Das Motorradrennen. Haben wir die Squeaky-Rechnung bezahlt?
27.09. $320, das müsste die sein. Ja. Das ist bezahlt. Okay, Objektschutz vom 1.10. ist nicht bezahlt. 3,87 an die 3,9925451. Objektschutz up to date. Und dann kann ich gleich nochmal runterfahren. In Jerks. So, 3,87. Verwendungszweck und 3,9925451. Fast Billys Telefonnummer nur rückwärts. Ah, Konto leidet, aber das ist okay. Vielleicht machen wir doch keine Auszahlung. Ja, genau das ist es nämlich. Weasel Ads. Mit Verlauf antworten. Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit stimmen wir dem unten beschriebenen Angebot sowie Vertrag vollumfänglich zu. Gerne würden wir eine monatliche Rechnung erhalten. Mit freundlichen Grüßen. Emil van Beek, CEO up to date. So, Weasel Ads ist raus. Das heißt, Weasel Ads kann zu Kooperationen. Und dann habe ich, glaube ich, alles bezahlt. Ich weiß gar nicht, ob das raus ist oder nicht, aber ist mir gerade auch egal. Finde ich wann anders raus. Ja, wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass wir das bekommen. Ich gehe auch nicht davon aus, dass wir die Einzigen sind, die sich darauf beworben haben. Ich gehe im Endeffekt von gar nichts aus. Das Einzige, wovon ich ausgehe, ist, dass wir ein Konzept haben, was cool ist. Dass wir ein Konzept haben, was vor allen Dingen umsetzbar ist, was auch realistisch ist. Was unglaublich viel RP in viele Richtungen bringen würde. Aber ob man das so nimmt, und uns das machen lässt, oder ob man das so nimmt und irgendwem anders das in die Hand drückt. Solche Fälle gab es ja auch schon. Dass jemand killer Ideen hatte und schwuppdiwupp hatte ein anderer ein Unternehmen mit genau diesen Ideen. Wo kamen die nur her? Im Endeffekt ist mir egal, wer es macht und warum. Ich will nur einfach, dass es wieder Morticians gibt und mein Vertrag weiterläuft, weil ich mein Grab behalten möchte. Das ist alles, was ich will. Und meine Klamotten abholen. Das will ich auch. Ich will Billy ein super süßes Herbstoutfit anziehen, Mann.
Kein Unfall, kein Unfall, kein Unfall. Und wenn doch ein Unfall, dann bitte jetzt, solange das MD noch im Dienst ist. Die Frage ist halt auch, warum ist der Gesprächstermin ausgefallen? Hat das IC Gründe? Hat das OC Gründe? Hat das, wir wollen das Gespräch eigentlich nicht mehr und haben andere Kandidaten, mit denen wir früher reden wollen, Gründe? Oder hat das einfach nur so, oh scheiße, ich kann an dem Tag nicht? Oder oh scheiße, der Verantwortliche ist krank? Das sind ja auch nochmal Fragen, die da voll mit reinspielen, aber wie gesagt, ich mache mir mehr Hoffnungen. Das ist vielleicht ein bisschen traurig. Ich mache mir mehr Hoffnungen, dass Brodinger mir die richtige Corsage liefert. Da hängen viel mehr Emotionen dran als an dem Bestattungsunternehmenskonzept. Was mich selber überrascht. Weil sollte es funktionieren, werde ich da Emotionen reinstecken. No questions asked. Aber wenn es nicht funktioniert, dann bin ich da nicht todtraurig drüber. Das ist unironisches I have very normal feelings about this. Wenn wir das Ganze jetzt mal realistisch betrachten, was wir nicht können. Ja. Normalerweise liegst du in so einer Krankenhauskühlung eine halbe Woche. Wenn es ganz, ganz scheiße läuft, vielleicht mal so eine Woche. Wenn du jemanden aus der Krankenhauskühlung abholen musst, bei dem die Leichenstarre schon wieder gelöst ist, dann kommen wir in einen problematischen Bereich. Und wenn wir jetzt überlegen, wie lange ist Blake schon tot? Bald einen Monat? Über einen Monat? Wir sind schon weit, weit über den kritischen Bereich hinaus. Ja. Genau das. Deswegen, also wir sind schon, also das Limit der Aufbewahrung in krankenhäuslichen Kühlkammern, das ist jetzt schon über Wochen überschritten, wenn wir das realistisch betrachten würden. Deswegen betrachten wir das einfach nicht realistisch. Und ja, wie gesagt, Billy hat ja ein Konzept für die Morticians eingereicht, ne? Argument, warum wir das bekommen sollten? Es musste jemand vom Italy-Team bestattet werden. Was ist besser, als wenn das jemand macht, der im Italy arbeitet? Nichts, Casa, nichts. Ja, wir hätten eigentlich morgen den Vorstellungstermin fürs Konzept gehabt. Der ist aber abgesagt worden. Jetzt haben wir den neuen Termin nächsten Sonntag. Ich glaube dir, dass Emma abschließen will. Und ich sag dir, wie es ist. Sobald es ein Grab gibt, wird es einfacher. Ich glaube, wenn Max in so einer Mafia, wir werfen ihn ins Säurebad, kind of way gestorben wäre und Billy wüsste nur, dass er tot ist, aber hätte keinen Ort, wo sie hin könnte. Uiuiuiuiuiui. Uiuiuiuiuiui. Das wäre sehr schwierig. Deswegen, sobald es ein Grab gibt, wird es sehr, sehr, sehr viel einfacher. Vor allen Dingen kann man dann da was Schönes mitmachen. Ja, natürlich, aber dann ist halt auch immer die Frage, will man das so als Char oder als Char-Angehörige, ne? Wenn jetzt irgendwer kommen würde und Billy verbrennen,
Dann wird die rachsüchtiger Geist und sucht die alle heim. Ey, ich finde, und das sage ich aus OOC und IC-Perspektive, ich meine, Billy ist ein Bastard, so. Billy übernachtet auch auf dem Friedhof, einfach nur, weil sie es cool findet. Da kann man sagen, das ist disrespectful oder nicht. Aber es ist im Endeffekt morally neutral, so. Chaotic, aber neutral. Aber ey, die Leute, die Sachen auf dem Friedhof klauen, wirklich. Ich weiß nicht, ob ich Ehering stehlen verwerflicher finde oder auf dem Friedhof stehlen. Ich finde beides scheiße. Ich finde, auf dem Friedhof kommt es immer darauf an, was es ist. Wenn jetzt jemand einen Blumenstrauß klaut, ja okay. Sei mal dahingestellt. Wenn da jetzt irgendwas Süßes drauf stand oder so oder ein Special-Strauß war, ja dann klar, scheiße. Aber so Sachen wie irgendwelche Kerzen oder Chibi-Figuren oder Winkekatzen oder, keine Ahnung, eine Flasche Schnaps oder eine Golftasche oder so. Also ganz ehrlich. Irgendwo, ja, es ist realistisch, dass wenn eine Golftasche auf dem Friedhof steht, dass irgendwer die mitnimmt. Sooner or later. Aber es ist einfach moralisch so ekelhaft verwerflich. Ich würde es nicht tun. Weißt du? Das ist wieder Billy van Beek-Logik. Mord ist okay, aber Diebstahl geht zu weit. Weil das ist bei mir, ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein Wunderpunkt. So Sachen von jemandem klauen, der tot ist. Der stört sich nicht dran. Kann man machen. Aber wenn du ein geschmücktes, bestücktes, dekoriertes Grab hast, dann stiehlst du nicht Sachen von jemandem, der tot ist, sondern dann stiehlst du Sachen, die von Lebenden dahingestellt wurden. Was im Endeffekt bedeutet, du stiehlst Sachen von Lebenden. Du stiehlst irgendwelche Andenken. Also du stiehlst im Endeffekt Erinnerungen. Du stiehlst Menschen aus den Emotionen anderer Leute. Und das ist ekelhaft. Das ist ekelhaft. So, meinetwegen machen Grab auf und klau die Knochen. So, das ist auch ekelhaft, aber das ist eine andere Art und Weise. Das ist okay. So, Grabschändung ist okay, aber ganz ehrlich, so Memorial Shit von einem Grab unternehmen. Nee. Nee. Einfach nur nee. Ich werde Friedhofswächter und hau die mit meinem Baseballschläger. Ich glaube, also ich bin ehrlich, wenn jemand das klaut, um damit wirklich Golf zu spielen, finde ich das gar nicht so verwerflich, wie wenn jemand einfach nur das macht, um zu sagen, hey, hey, ich habe eine Golftasche geklaut. Wenn derjenige diese Golftasche nie benutzen wird, finde ich das so viel schlimmer, als wenn das täte. Wenn er damit spielt, so dann wird sie verwendet, so to good use. Wenn jemand sein Grab mit einer Golftasche dekoriert bekommt, dann wird derjenige wahrscheinlich wirklich gerne Golf gespielt haben und vielleicht gar nicht mal auf moralischer Ebene so sehr daran gestört sein, dass jemand jetzt mit seiner Golftasche wieder Golf spielt. Warum ist mein Fenster kaputt? Hör mal. So. Aber wenn das jetzt halt wirklich so ein hochemotionaler Gegenstand ist, I don't know. I don't like it. I don't like it at all. Das ist genauso wie die Kerzen, die bei Billy von der Wohnungstreppe geklaut wurden. So, ja, ich kann verstehen, dass jemand die klaut, aber warum die Kerzen? So, warum nicht die Blumen? So, da hat man wenigstens noch was in der Hand. So einen gewissen Wert. Oder das eine Mal, wo einfach nur die fucking Sprunk-Dose geklaut wurde und alles, was irgendwie noch einen Wert hatte, war noch da. Wo ich mir denke, wenn das jetzt jemand war, der einfach random vorbeigekommen ist und kurz noch verdursten war. Okay, cool. Maybe. So, als Alex die Kerzen geklaut hat, um irgendwie für Elena eine schöne Date-Night zu haben. Auch okay.
nicht cool. Aber okay, weil Freunde, Pärchen, cutesy shit. Voll okay. Aber alles andere, ne. Einfach nur, ja. Zum Glück steht das Bier noch. Also wenn das irgendwann mal wegklaut, dann finde ich raus, wer das war. Und dann verfolge ich ihn und seine Eltern. Bis in den Tod. Na, ich sag mal, ob man das jetzt persönlich könnte oder nicht, ist sehr private Angelegenheit. Ich sag mal, ich könnte, wenn ich müsste. Aber ich glaube, ich würde auch einfach nie in diese Situation kommen. Das ist es halt auch. Also ich würde jetzt nie irgendwo auf dem Friedhof eine Golftasche klauen und damit Golf spielen gehen. Aber ich würde auch in der Situation auch einfach nicht sein wollen. Also selbst wenn mich da jetzt irgendwer forcefully reinmanövriert. Wäre kein süßes Gefühl. In keiner Weise. So. Ich muss mal die Herbst-Jazz-Playlist jetzt anschmeißen. Weil bei dem Outfit, da muss die Pondering, geh weg. Ich brauche Autumn Jazz. Autumn Jazz and Shit. Das ist, was ich brauche. Da muss ich dich jetzt auf archäologischer Ebene widersprechen. Aber auf gesellschaftlicher Ebene sage ich ja schon. Ich bin immer noch verliebt. Und das ist furchtbar. Habe ich eine Jacke, die ich aussortieren kann? Ich sortiere die Hinterlandjacke aus. Scheiß auf alles. Ich bin... Also Kerze klauen sehe ich auch nicht ein. So alles, wo man easy drankommen kann, da finde ich es halt nochmal schlimmer. Wenn es was ist, was du so leicht anderweitig an dich reißen könntest. Und an dich reißen ist eigentlich schon ein viel zu hartes Wort dafür. Sagen wir acquiren. Wenn du es auf so viele andere Arten und Weisen und so schnell und so simpel irgendwie bekommen könntest, dann sehe ich nicht ein, warum man das klauen muss und vor allen Dingen auf dem Friedhof. Das ist alles zu sommerlich für den Rock. Oh, ich habe eine Jacke vergessen. Das war eine Sache, an die ich gedacht habe, aber ich bin ehrlich, ich glaube, mit dem Schwarzen gefällt mir das besser. Das ist jetzt einfach nur for the memes, weil es absolut grausam ist. Ja, es ist immer noch absolut grausam, as expected. Das ist die eine Sache, die ich im Kopf hatte, die mir gar nicht so gut gefällt. Das ist die andere Sache, die ich im Kopf hatte,
die mir erstaunlich mehr gefällt. Leo kann ich nicht machen wegen... Das stört mich weniger, als ich möchte. Und das gefällt mir nicht. Ja, Winterreh geht gar nicht. Und Totenkopf-Tanktop ist auch raus. Okay. Aber das war ja von vornherein klar. Das hat so viel von Wald. Ich möchte das nicht. Das hat auch sehr viel von Wald, aber es gefällt mir mehr. Die ist mir zu schwarz. Die haben alle ein Muster, das heißt, das brauche ich nicht. Das gefällt mir tatsächlich sehr gut. Die sind zu kurz. Ja, die sind zu kurz. T-Shirt habe ich, glaube ich, kein einziges, was ich da irgendwie sinnvoll zu tragen könnte, ohne eine Jacke drüber zu haben. Ja, auf keinen Fall. Und auch hier auf keinen Fall. Und auch hier auf keinen Fall. Das ist mir obenrum zu angezogen. Mit dem könnte man arbeiten, aber warum wollte man das wollen? Ich bin mittlerweile im letzten Akt von Baldur's Gate, das heißt, bei mir wird es langsam zu Ende gehen, aber ich spiele auch weniger, weil ich nicht will, dass es zu Ende geht. Weil wenn ich die Story einmal kenne und ich bin jemand, der immer die komplette Map aufdecken muss und ich weiß bisher von einer Sache und das ist auch die einzige Sache, die ich verpasst habe, weil ich da nicht gut genug gewürfelt habe, um die entsprechenden Elemente zu finden, mit denen ich weiterkomme. Und das ist bisher die einzige Sache, von der ich weiß, dass ich da noch was Neues finden könnte. Alles andere habe ich gefunden. Und das Einzige, was ich halt jetzt noch machen könnte, ist halt andere Stories mit anderen Charakteren kreieren. Aber ich glaube, wenn ich da durch bin, brauche ich erstmal ein bisschen, um mich von dem zu erholen, wie ich es davor gespielt habe. Wenn das nicht weiß wäre, es wäre so süß. Oh, wenn das nicht so bauchfrei wäre. Das gibt mir auch den kompletten Herbstmoment. Das nicht. Da bin ich bei Napier. Miss Van Beek sieht aus wie ein Sack. Der Braunton ist nicht schön genug. In Grün ist es auch sehr Wald, aber nicht das Wald, wie ich es mag. Grauer Bäume Wollkartigen. Nein. Chibi-Pulli? Nee. Hippie-Hoodie. Gar nicht so unnee, aber nee. So kommen wir zu dem, was ich eigentlich wollte. Nämlich den Mantel. Das könnte jetzt richtig scheiße aussehen. Es ist nicht richtig scheiße. Es ist aber auch nicht so schön, wie ich es gerne gehabt hätte. Es ist nicht so schön, wie ich es gerne gehabt hätte.
wenn ich da ein anderes Top drunter ziehe, aber der Mantel bleibt. Da kann ich doch was draus machen. Nee. Das ist das falsche Hemd. Nee. Die schwarze Weste ist es auch nicht, nein. Nee, ich hatte doch irgendwas, wo ich gesagt habe, das gefällt mir doch relativ gut. Das war das hier. Aber mit dem Mantel gefällt mir das gar nicht mal mehr so gut. Spitzenbürste hier ging dann nicht mehr. Es geht da drunter. Oh, es geht drunter. Ich glaube, dann wird das der Look. Die Jacke würde ich da noch gerne mit dem Gelben aber sehen. Ich finde es mit dem Rock in Ordnung, aber da sind mir die Schuhe dann zu orange. Das geht dann nicht, schade. Das vielleicht dann eher mit einem grünen Ton? Nicht ideal. Absolut nicht ideal, aber mit der Spitzenkorsage auf jeden Fall ein Favorit. Das ist ein Nein. Das mit dem Rock ist aber tatsächlich ein Ja. Es gibt mir Pilzqueen-Vibes. Das ist auch ein Ja, aber da brauche ich dann definitiv ein anderes Oberteil drunter. Schwarze Corsage oder so. Weil dann kann man so ein Gradient machen. Von gelb zu hellorange zu fettorange. Das ist auf keinen Fall. Ich glaube, die ganzen Lederjacken sind raus. Ja. Oh, die Blumenjeansjacke für was ganz anderes? Nein. Den beigen Blazer, naja, der ist ja schon raus. Die ist 5-mal raus. Die war nie drin. So weit raus ist die. Die hier kann ich auf jeden Fall jetzt super mit den Schuhen kombinieren. Weil ich jetzt endlich mal orange Schuhe habe. Ich glaube, das waldgrüne Herzgürtelkleid kann ich auch sehr cool mit den Schuhen tragen. Ich glaube, mit den Schuhen kann ich eigentlich die gesamte Herbstfantasy beflügelt durchziehen. Und das ist doch schön. Der ist zu rot. Ich habe keinen Orangen. Der hat auch kein Orange drin, leider. Hat der Orange drin oder nur braun? Nur braun, schade.
Vielleicht brauche ich das Tuch, wobei das mit der Frisur gar nicht so süß aussieht. Der rote Anhänger macht's. Die Schuhe sind wirklich die perfekten Herbstschuhe und ich liebe sie. Sie geben mir auch die Sims 2 Vibes, aber auf eine gute Art. Die Kette wäre es auch, aber die ist mir nicht herbstlich genug. Ich werde wahrscheinlich nachher im Bett liegen, nicht schlafen können und dann werde ich den Einfall. Scheiße. Scheiße, ich werde so ausgeraubt, aber ich muss das mit der Goldkette machen. Fuck. Machen wir das mit den Mondkatzenohrringen, weil was ist mehr Herbst als eine Mondkatze? Eigentlich kann ich keine... Ich muss die braune Brille dazu anziehen. Ich muss die braune Nerdbrille dazu anziehen. Ich habe gar keine andere Wahl. Ich brauche den Mantel. Man gebe mir meinen Mantel. Wo ist der Mantel? Das ist einfach Sims 2 H&M Erweiterungspack. Das ist genau die Energy, die mir diese Schuhe geben. Ich werde Billy im Herbst die ganze Zeit in diese Schuhe stecken. Das ist ein Fluch, den ich jetzt nicht mehr brechen kann. Das ist ein Look. Ob wir wollen oder nicht, das ist ein Look. So. Ach so, ich habe vergessen, dass das nicht geht. Moment. Die Schuhe funktionieren mit dem Blümchenrock. Ich bin zwar kein Fan vom Blümchenrock, aber sie funktionieren damit. Funktionieren die Schuhe mit dem Leoparden-Mini? Die Schuhe würden mit komplett Leo funktionieren. Die würden mit dem schwarzen Mini funktionieren, aber alles funktioniert mit dem. Da würden sie nicht funktionieren. Da bin ich kein Fan von. Aber mit meinem wunderschönen Rehbraun, na, da auch nicht so. Moment. Funktionieren die mit K? Ich würd's tun. Funktionieren die mit dem Schottenmusterrock? Würde ich von absehen, tatsächlich. Works. Ich glaube, da funktioniert er mit fast allen. Works in an oddly specific way. Works question mark? Das wird nicht gehen. Scheiße, es geht auch und es gibt mir was, was mir dieser Rock vorher noch nie gegeben hat. Gut, das sehe ich jetzt nicht. Das ist erst, wo ich sage nein und ich glaube, das wird jetzt hier nicht anders. Da sage ich auch nein. Und bei dem wäre es in Ordnung, aber jetzt auch, das haut mich jetzt nicht um. Das auch nicht. Aber es ist cute. Die kann man, glaube ich, alle aussparen. Die Strumpfjeans könnten noch interessant sein. Sehe ich nicht, honestly. Sehe ich nicht. Kettenhose, Latzhose, karierte Hose. Ach, die sieht einfach nur scheiße aus mit Absatzschuhen. Das geht nicht. Kinoshorts mit Absatzschuhen. We're not feeling good about this. That's how we're feeling about this. Cargo-Short, Cargo-Hose, das ist alles egal. Kinohose gemustert. Nein. Braune Anzugshose. Toleriere ich mit der orangen Krawatte vor allem. Schwarze Anzugshose. Toleriere ich aber kein Fan. Hochtaillierte Hose gar kein Fan. Jeans ab.
könnte man herbstlich kombinieren, sehe ich aber weniger. Das sehe ich. Da wird ein wilder Fashion Forward Mix mit den Boots. Frisch aus dem Otto-Katalog. Das ist es nicht. Das mit dem Cardigan. Safe bet. Oh! Oh, mit dem freigelegten Knöchel. Ich finde das ganz schrecklich. Aber ich werde sie auch irgendwann so rausschicken. So werde ich sie nicht rausschicken. Da kann man mitarbeiten. Na. Na. Jetzt wird's schlimm. Classic No. Ebenfalls Classic No. Horrible No. Nein. Fragezeichen. Auch ein Nein. Auch ein Nein. Okay, das gefällt mir, das gefällt mir. Das gefällt mir. Ich werde die Schuhe einfach im Herbst tot tragen. I'm gonna make them work. Das ginge auch, auch wenn es nicht mein Favorite ist. Da müsste ich was mit einem Pulli machen, aber dann ginge das. Beziehungsweise mit einem Kleidchen, dann ginge das auch. Ah, und sie sind zu niedrig für die Fleckdarn-Cargo-Hose. Das ist schade. Gut, dann haben wir das geklärt. Und ich habe komplett vergessen, was das Unterteil war. Achso, der Blümchenrock. Das war der Blümchenrock. Genau. Ja, ich bin Fan. Darauf erstmal ein ACE-Drink. Dann einmal zum ATM, weil ich vergessen habe, das Geld einzuzahlen und ich das wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder vergessen werde. Und man muss das Outfit ja auch einmal appreciate. Ich wünschte, es gäbe so einen Laufen Kaffee tragen Animation. Aber wie Malone einfach im Up-to-Date die Waffe gezogen hat, ne? Ich hab's gefühlt. Vor allen Dingen, weil ich währenddessen ganz, ganz kurz mit meinem Finger an Tab vorbeigestreift bin. Es hat zum Glück nicht ausgelöst, aber ich war nur so, ey. Wenn ich jetzt aus Retaliation bzw. aus Versehen die Leuchtpistole raushole, it's not gonna be a good look, it's gonna be funny, aber es dauert auch einfach immer 30 Jahre, bis die Leuchtpistole dann wieder weggesteckt ist. Es ist wunderbar. Ich werde mit der Goldkette sowas von ausgeraubt, aber es, sie passt so gut dazu. Das ist das erste Outfit, wo ich sage, die Goldkette passt dazu. Die hat noch nie irgendwo zugepasst.
die Jacke, die ich hatte, die genauso aussah wie dieser Blümchenrock, ich habe die verkauft. Ich würde sie so gerne gerade holen und in die Kamera halten. Also ich sag mal, Billy schießt zuerst, aber Malone schießt tödlicher. Also ich meine, bam, direkt zwischen die Augen so ein Leuchtpistolen... Ich habe gerade gesagt, Leuchtpistolenbolzen, aber das ist nicht das richtige Wort, aber ich benutze es trotzdem. So ein Leuchtkörper abzukriegen. Ist, glaube ich, kein geiles Gefühl, aber so eine Kugel zwischen die Augen ist, glaube ich, auch kein geiles Gefühl. Also... Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste... Ich bin ehrlich. Ich würde, glaube ich... Jetzt kommt wieder meine sehr private Logik ins Spiel. Ich würde immer normale Pistole nehmen. Außer es geht um einen Streifschuss. Weil ich glaube, ein Streifschuss von einer Leuchtpistole ist sehr, sehr viel unangenehmer als ein Streifschuss von einer normalen Pistole. Ich würde nicht immer die Leuchtpistole nehmen. Ich nehme das zurück. Ich habe gerade überlegt, ein glatter Durchschuss von einer normalen Pistole wäre mir auch lieber als einer von der Leuchtpistole. Not gonna lie. Glatter Durchschuss von der Leuchtpistole klingt nach einem unglaublichen Horrorszenario. Das muss ich in Billys Folterkatalog aufnehmen. Das ist komplettes Nightmare-Fuel, Alter. So. Was ich jetzt noch machen muss. Ich brauche die eine SMS-Schreiben-Animation. Ach, die geht aus, wenn man das Handy hochnimmt. Ist doch scheiße. Ich sag mal, sie ist tödlich, ja. Aber sie ist halt auch einfach ekliger, weil ich meine, die hat nochmal Bonuselemente. So, ich muss James noch antworten. Wir müssen über meinen Ex reden. Welchen von den beiden? Den mit Atmung oder den ohne?
Okay. Es ist DJ. Billy wird gleich ins Bett steppen. Oh, jemand sucht ein Golfset. Geh mal auf den Friedhof und klau eins. Hatten wir ja gerade was davon. Ja, natürlich werden Fische durchs Angeln verletzt. That's like kind of the point. Weil ich meine, wenn ich einen Fisch angel, werde ich den ja auch essen. James verkauft seinen Rebel. Sentinel Cabrio brauche ich nicht. Einfach den Fagalor verleihen. Das wird, glaube ich, auch sehr interessant. Also ich mache das gerne. Ich mache das auch gerne für Haynes und so. Aber ich bin auch ehrlich. Ja. Ich habe überlegt mit der Fagaloa-Geschichte. Ich habe überlegt, Steve da Silva verkauft seine Demon, die quasi so aussieht wie meine. Alles so surreal irgendwie. Mord bei Knussmann. Ich weiß nicht, ob das so angenehm und angemessen ist, Mord bei Knussmann jetzt zu machen. Das wirkt doch, also es hat doch einen gewissen Beigeschmack, nicht wahr? Halloween-Bus. Süß. Ein Brausebus. Ich muss Cooper noch schreiben, dass ich, wenn er das nächste Mal da ist, dass ich ihn brauche für, nein, ich brauche nicht Kanzlei Law & Justice. Ich brauche. Ja, die wird da perfekt reinpassen, aber jetzt mal Infos von dir über eine Farmkollegin. So, mit Karel reden wir dann irgendwann in den nächsten Tagen. Ich werde die Frau jetzt auf die Couch schmeißen. Ich komme nicht auf die Couch. Seit wann komme ich nicht? Kann mich noch nie auf die. Ich bin mir sicher, dass ich schon mal auf die Couch gekommen bin. Deswegen steht da auch die Box. habe ich nicht gesagt. Wenn einer fragt, habe ich noch nie so gesagt. Bam. Das ist nicht, was ich meine. Kann ich. Liegen angeschossen. Das ist auch nicht, was ich meine. Ich möchte auf meinem Sofa. Fahr nicht das eine. Okay, es orientiert sich nicht danach.
Das ist auch nicht das, was ich meine. Ist relaxed, was ich meine. Nein, das ist nicht das, was ich meine. Das ist, was ich meine. Mit dem Strumpfband-Tattoo wirkt das also... Miss Van Beek! Miss Van Beek, wir sind hier nicht im Vanilla Unicorn. Miss Van Beek, ist das egal? So, es ist relaxed gewesen. Couch relaxed. Das war jetzt zu weit drüben. Hier so. Das ist genauso, wie ich mir Billy in ihrem Trailer immer vorgestellt habe. Genauso. Emma und Nachi, bitte was? Da wird Billy ja komplett zu Staub zerfallen. So. Ich finde mal, wen raiden wir denn? Wer ist denn so da? Alice. Wir raiden einfach Alice. Das macht doch mal komplett Sinn sogar. Ich schalte schon mal um auf Ende. Und dann schicke ich einfach rüber zu Alice und dann könnt ihr einfach mal alle Hallo sagen.